In Pokémon kann man nicht nur Monster fangen, sondern sich auch Viren einfangen. Und ich rede nicht von eurem Samstagabend, das geht mir nicht an, was ihr da für Viren euch einfängt. In dem Fall bitte, don't catch 'em all. Aber in der Pokémon-Welt existiert eben auch ein Virus, der Pokerus. Ich will euch heute den Pokerus erklären und das machen wir am besten anhand eines Beispiels aus unserer Welt. Die Frage ist nur, was für ein Virus in unserer Welt existiert denn, den ich dann nehmen könnte als Beispiel? Wie wäre es mit dem Varicella-Zoster-Virus? Und das ist einfach Windpocken. Ich meine, was dachtet ihr, was ich für ein Virus nehme? Also bitte. Also, wie bekommt man den Pokerus? Naja, so wie wir damals Windpocken in der Schule bekommen haben. Wir sitzen da zu 30 in einer Klasse und eines Tages kam der kleine Timmy nicht allein in die Schule, sondern er kam mit Windpocken. Okay, so in Pokémon repräsentiert die Schule das Gras und die Schüler sind wilde Pokémon. Ich werde wahrscheinlich diese Analogie bereuen später. Wir gehen also so lange in die Schule, bis irgendwann ein wildes Timmy mit Windpocken im Gras sitzt. Ihr wisst, was ich meine. Während die Wahrscheinlichkeit aber extrem hoch ist, dass ich Windpocken kriege, wenn ich mit Timmy im gleichen Raum bin, ist die Wahrscheinlichkeit für den Pokerus extrem gering. Jedes Mal, wenn wir in einem Pokémon-Spiel einem wilden Pokémon begegnen, ist die Chance 1 zu 21.845, dass danach ein Pokémon in unserem Team den Pokerus hat. 1 zu 22.000 fast, also um einiges seltener als ein Shiny zu finden. Jetzt könnten wir aber versuchen, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, indem wir zum Beispiel Timmy jeden Tag übers Gesicht lecken. Naja, beim Pokerus, das ist nicht so interaktiv, das geht nicht. Man kann die Chance vom Pokerus nicht erhöhen. Jeder, der mal Windpocken hatte, weiß, wie nervig sich das Ganze anfühlt. Der ganze Körper bekommt einen Ausschlag, der unfassbar juckt. Ich weiß noch, ich war irgendwie 8 oder so und mir wurden Kochhandschuhe um die Hand getaped, dass ich mich nicht kratzen konnte. Die Symptome bei Pokémon, wenn sie den Pokerus haben, sind aber anders. Sie sind sogar positiv. Wobei, wir wissen nicht, wie sich die Pokémon fühlen. Ich meine, man sagt immer nur Kämpf, 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 aber man fragt nie, wie sie sich fühlen. Im Manga gibt es eine Stelle, in der das ganze Team von Platin infiziert ist mit dem Pokerus. Und jetzt sagt ihr mir, wie gesund diese Pokémon aussehen. Die sind ziemlich am Schwitzen. Aber der Effekt ist tatsächlich rein positiv. Wie Platin hier sagt, sie sind alle stärker geworden. Was nur so halb stimmt. Der Pokerus sorgt dafür, dass eure EVs doppelt so schnell steigen. Also solltet ihr ein Carpador besiegen, bekommt euer Pokémon danach nicht ein EV auf Initiative, sondern 2. Somit werden die Pokémon nicht wirklich stärker durch das Virus, aber sie haben halt die Möglichkeit, schneller auf ihre maximale Stärke zu kommen, weil man doppelt so schnell EVs verdient. Kurzes Päuschen, ich muss euch daran erinnern, diesen Kanal hier zu abonnieren. Falls ihr meine Videos die ganze Zeit vorgeschlagen kriegt und noch nicht abonniert seid, das ist ein Zeichen, also drückt einfach auf den Knopf da unten. Das hilft mir wirklich sehr, dass meine Videos sich ein bisschen mehr verteilen. Ich hoffe, sie gefallen euch. Ich versuche mir Mühe zu geben, allein einen Virus aus einem Pokémon-Spiel irgendwie interessant zu machen. Und vielleicht gefällt euch auch mein Patreon, da lade ich diese Videos früher und auch ohne Werbung hoch. Und vor allem kriegt ihr da exklusive Videos, die ich sonst nirgendwo hochlade, so Behind-the-Scenes-Sachen von diesen Videos zum Beispiel. Vielen Dank und weiter geht's mit dem Virus. Wie wir Pokémon-Spieler kennen, muss man natürlich einen Pokerus ausnutzen. Deswegen grinden manche Spieler auf den Pokerus, in der Hoffnung, irgendwann ein Pokémon damit zu bekommen. Sollte man dann ein Pokémon haben mit dem Pokerus, so kann dieses Pokémon die anderen Teammitglieder anstecken. Du bist dann quasi die Eltern von Timmy, die Timmy einfach trotzdem in die Schule geschickt haben, um die ganze Schule danach dicht zu machen. Lustigerweise kann das infizierte Pokémon nur die Pokémon anstecken, die direkt daneben im Team liegen. Ich liebe diese kleinen Details. Die Chance, dass ein anderes Pokémon infiziert wird, liegt bei Kranken 1 zu 3. Also sollte man mal einen Mon mit Pokerus haben, dann kannst du sofort alle deine Pokémon damit anstecken. Wie so bei vielen Krankheiten ist die beste Option einfach, naja, abwarten. Übrigens, ich bin YouTuber, ich bin kein Arzt. Wenn ihr krank seid, geht zum Arzt, nicht einfach abwarten. Ey, manche Sachen können sich nicht von alleine heilen. Aber beim Pokerus dauert es 1 bis 4 Tage im Spiel, bis der Pokerus einfach geheilt ist. Dann ändert sich das Pokerus-Symbol und ab dann kann dieses Pokémon keine anderen Pokémon mehr anstecken. Der positive Effekt der doppelten EVs gilt aber immer noch. Um wieder kurz zur Taktik zurückzukommen, wenn man mal ein Pokémon mit Pokerus gefunden hat, einen frischen Pokerus, ne, der andere noch infizieren kann, dann kann man dieses Pokémon in die Box packen. Und in der Box vergeht quasi keine Zeit, das Pokémon ist eingefroren. Und dann kann man das Pokémon einfach immer wieder kurz rausholen, um andere Pokémon mit dem Pokerus zu infizieren und dann schnell wieder zurückpacken.
Das wäre so, wie wenn wir Timmy mit Windpocken in einen kleinen dunklen Raum einsperren. Oh Gott, die Analogie fängt an zu bröckeln oder gefährlich zu werden. Der Raum ist quasi so nass und düster, dass sich Timmy niemals erholen kann. Und dann können wir einfach jederzeit, wenn wir sagen, oh, ich habe keinen Bock auf Schule, gehe ich in den Raum und lass mich kurz infizieren und schon habe ich alles Positive, was mir der Virus bringt. Oh Gott, die Analogie. Ich habe noch ein paar random Fakten für euch zum Pokerus. Der Pokerus existiert seit Gen 2. Wenn man ein infiziertes Pokémon von Gen 2 auf Gen 1 tauscht, verschwindet der Pokerus komplett. Das Symbol vom Pokerus hat sich über die Generation hinweg immer wieder verändert. In Gen 2 war es einfach nur ein winziger Pixel, der gezeigt hat, dass das Mon mal den Pokerus hatte. Übrigens auch Eier können den Pokerus bekommen. Ab Gen 7 sieht man das Pokerus-Symbol erst beim ausgeschlüpften Pokémon. Davor hatten die Eier schon das Symbol. Und Speedrunner sind übrigens nicht sehr glücklich, wenn der Pokerus kommt, denn es bringt die EV-Kalkulation komplett durcheinander. Und bei den Mengen an Runs, die Speedrunner machen, kann das schon mal passieren. Are you serious? I have Pokerus! What the f***? No, dude! No. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was ist mit dem neuesten Pokémon-Spiel? Gibt es immer noch den Pokerus? Und ihr habt den Titel gesehen, das war einmal der Pokerus. Denn seit Legends Arceus ist der Pokerus aus dem Spiel verschwunden. Jetzt gibt es zwei Theorien, warum das so ist. Natürlich, die eine Theorie ist Covid-19, Corona. Ich meine, es gibt einen tödlichen Virus, der die ganze Welt infiziert und auf Pokémon bringt immer noch Spiele raus, wo ein schöner kleiner Virus rumhüpft, der positiv ist. Und dieses Branding, diese Botschaft wollte Pokémon vielleicht einfach nicht mehr haben und wollte kein Virus irgendwie positiv darstellen in einem Kinderspiel. Was ein bisschen dagegen spricht, ist aber BDSP, denn da ist der Virus noch drin. BDSP ist aber wirklich so gut wie ein 1:1 Remake, inklusive Glitches und Bugs, und so haben sie einfach auch den Pokerus übernommen. Die andere Theorie ist, dass es heutzutage einfach so einfach ist, Eevee und Ivys zu trainieren mit Kronkorken und Training und was nicht alles, dass der Pokerus keinen Sinn mehr macht. Das finde ich allerdings ist keine gute Erklärung, denn der Pokerus hat schon nie Sinn gemacht. Ich meine, niemand hat ernsthaft nach dem Pokerus gegrindet. In der Zeit, in der du den Pokerus findest, hast du locker schon dein ganzes Team und deine ganze Box einfach Eevee trainiert, weil er einfach so unfassbar selten ist. Es war einfach von Game Freak schon immer ein kleiner Joke im Spiel, dass ein Virus existiert, der quasi, ich meine, schreibt in die Kommentare, wer von euch hat den Pokerus legit schon mal bekommen, einfach so im Spiel durch ein wildes Pokémon. Ich meine natürlich, wenn man jetzt irgendwie Wundertausch macht in Schwert und Schild, da ist der Pokerus bei jedem dritten Pokémon drauf, weil einfach Cheater das reinprogrammieren, weil es einfach cool ist, genau wie Bänder. Aber so oder so, ich finde, das ist einfach kein guter Grund. Es war schon immer ein kleines lustiges Gimmick einfach, was Game Freak eingefügt hatte, einfach lustig, ha, ich habe den Pokerus, aber es war nie was Ernsthaftes, was man wirklich benutzen konnte. Ich meine, es wäre doch cool, wenn in Gen 9 immer noch der Pokerus existieren wäre. Es wäre einfach so ein kleines Gimmick, mit dem man spielen könnte. Aber vielleicht ist das wieder mal einfach nur die Nostalgiebrille, die man aufhat und einer Sache, die man heute nicht mehr wirklich braucht, einfach hinterher jammert. Aber was sagt ihr? Runter mit euch in die Kommentare. Fette Shoutout wieder mal an meine Patrons: Mauri, Jonas, Devilbee, Linky, Zorro, Benjamin, JGamer, Robin, Superphil ist schwer abzulesen, Manic, Majora, Menemon, I'm Shadow, Azrael, Mariko, Itako, Danuva, Captain Krawall, JJ, Maverick, Marco, Brian, Hamke, der Fast Guy, Eva, Delprani und Henriette. Vielen, vielen Dank euch und wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye.